Dieser Oldtimer hat mich schon die ganze Zeit begeistert. Als ich Carsten fragte, ob ich mit seinem DAF 126 fahren könne, sagte er: Na klar, steig ein. So fuhren wir eine Runde ganz geschmeidig durch das Gelände. Diese DAF YA 126 sind von 1952 bis 1959 mit knapp 3500 Stück für die niederländische Armee gebaut worden. Da können wir doch mal Jan besuchen, oder? Jan? Dafür wurden 390 Millionen Gulden bezahlt und in diese Summe ist auch noch reichlich Geld aus dem Marshallplan zum Wiederaufbau von Europa mit eingeflossen. Vielleicht kommt deswegen der Motor aus den USA und ist ein Vorkriegsmodell. Es ist ein Hercules JXC mit 6-Zylinder-Reihenmotor und 4,62 Liter Hubraum. Ein Viertakt-Benzinmotor, flüssig gekühlt und er hat eine Leistung von 102 PS bei 3200 Umdrehungen. Sein maximales Drehmoment beträgt 285 Newtonmeter bei 1400 Umdrehungen. Er hat ein BorgWarner-Getriebe mit 4 Gängen und ist synchronisiert. So im Gelände bin ich schon richtig am Stöhnen. Doch die Federung ist gut. Er hat 2 Torsionsstäbe, 2 Querlenker und doppelt wirkende hydraulische Stoßdämpfer. Die Trommelbremsen werden hydraulisch mit Bremskraftverstärker bedient. Seine Höchstgeschwindigkeit ist 80 Stundenkilometer und er hat eine Reichweite von 500 Kilometern, wofür er 2 Tanks A 55 Liter benötigt. Damit hat er einen Verbrauch von 22 Litern. Der Wendekreis beträgt 14,28 Meter. Er hat eine Steigfähigkeit von 65% und eine Wartfähigkeit von 76 cm. Normalerweise hat er Heckantrieb, doch es kann auch auf Allradantrieb umgeschaltet werden, mit zusätzlicher Geländeuntersetzung. Dazu hat er für extreme Steigungen oder Gefälle in der Mitte noch 2 Räder, die frei aufgehängt mitlaufen können. Das war ein schönes Erlebnis und ich freue mich über die Eindrücke. Ich bedanke mich bei Gefallen über euren Daumen hoch und wünsche euch viel Spaß. Oder damit ackern, ne? Ja, die Folgen sind ja aber auch krass. Ah, okay. Aber bist du da mal irgendwo aufgesetzt oder deswegen ist es so schmutzig, einfach Schmutz hochgespritzt dann, ne? Ja. Und dann eben hier, das ist Metall hier, ne? Ja, oder Holz. Oder Holz, sage ich gerade hier, ne? Krombacher. Das ist ein richtiger Dart. Der hat keine weiteren Unterübersetzungen, oder? Oder was ist das? Nee, nur eine Untersetzung. Also das sind Geländergänge. Ne? Hier sind die zwei. Ach so, ja, ja. Das ist der Allradanteil. Ach, der ist der da. Der ist für Allrad. Ja, wenn der vorne das Allrad und wenn der andere Lade macht, dann hast du den normalen. Also das ist alle 4 Gänge. Ach so, okay. Ich kannte den gar nicht, ich wusste gar nicht, wie der aussieht, konnte gar nicht mehr anfangen.
alten Zeitschrift drin. Ja, genau. Ja. Und dann sage ich, ich rufe da an, Alter. Ne? Ja. Er hat angerufen. Dann hat der Typ gesagt, nee, den habe ich schon lange verkauft. Bloß der den jetzt hat, der will den auch wieder verkaufen. Ach, echt? Ja. So eine Eiche, naja, gut, 3000 Euro. Jeder 1,5, ne? Ja. Ja, aber man würde sagen, dass man den dann nach Hause gefahren. Erst war ich ja skeptisch. Bloß, ja. Boah, dass er geschafft hat, man würde sagen, dass er.